willkommen heißen zu der Einweihungsveranstaltung des Büros, meines Bürgerbüros hier in Ansbach. Und möchte mich vor allen Dingen am Anfang nochmal ganz, ganz, ganz herzlich bei all denjenigen halt eben Mitstreiterinnen und Mitstreitern bedanken, die da auch viel Zeit nochmal reingesteckt haben, die da viel Arbeit reingesteckt haben, damit das jetzt so ausschaut, wie das jetzt ausschaut. Es ist ein wunderschöner Ort, das muss man ja auf jeden Fall sagen, lauschiges Plätzchen hier. Allerdings die Immobilie selber ist auch schön, auf jeden Fall, war aber, sagen wir, noch nicht in dem Zustand, dass man sie hätte beziehen können und wirklich auch vernünftig nutzen können. Das ist dann aber halt eben durch eure Mithilfe jetzt geschehen. Es ist wunderschön, wie ich finde, nach wie vor. Ich habe auch gesagt, das jetzt nicht als Angstmacherei, weil ich glaube fest daran, dass wir mit 5 Leuten sogar in den Bundestag hineinkommen. 7, naja, aber 5 auf jeden Fall. Da glaube ich fest daran und dann bin ich logischerweise auch mit dabei wieder. Das ist ganz klar. Ich habe nur spaßeshalber gesagt, wenn das nur schief gehen sollte, ist das auch ein wunderbarer Ort, um eine Weinhandlung aufzumachen. Man könnte hier wunderschöne Verkostungen machen, man hat einen Gewölbekeller, wo man den Wein auch gut lagern kann und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, auch noch, wäre eine alternative Möglichkeit. Na, vielleicht reden wir in 4 Jahren nochmal drüber halt. Dann ist es ja vielleicht auch noch nicht zu spät. Aus mehreren Gründen möchte ich natürlich erstmal ganz herzlich mich auch bei Thomas Händel bedanken, dass er gekommen ist und dass er gleich auch ein bisschen was zu uns sprechen wird. Unser Europaabgeordneter und Vorsitzender des Ausschusses für Arbeit und Beschäftigung und Soziales im Europäischen Parlament. Und ich freue mich gleich aus mehreren Gründen, dass er gekommen ist. Einmal, weil wir wirklich schon seit längerem auch befreundet sind. Also wir sind nicht nur Genossen, nicht nur gemeinsam kämpfen, sondern wirklich auch richtig befreundet. Als zweites, weil es ihm nach längerer Krankheit nun endlich wieder besser geht. Und das ist, glaube ich, auch nochmal echt eine große Freude, dass das so sich entwickelt hat. Und als drittes, das ist auch durchaus nochmal eine Sache, die ich betonen will an der Stelle. Vielleicht kriegen wir es ja auch nochmal hin, dass wir irgendwie eine Veranstaltung dazu machen. Grundgesetz, Interpretation von Abendrot. Wir haben einen gemeinsamen Hintergrund, auch sozusagen politischen gemeinsamen Hintergrund, wo wir uns auch gar nicht kannten im Übrigen halt. Er war bei der Akademie der Arbeit und hat dort Wolfgang Abendroth, den großen Politikwissenschaftler der Linken, der sozusagen der Partisanenprofessor im Land der Mitläufer, so ist er ja mal genannt worden, von Habermas, genau, hat ihn dort gehört. Ich bin wegen Abendroth ganz bewusst nach Marburg gegangen und habe dort studiert. Da war er zwar schon eremitiert, aber ich habe sozusagen ihn auch noch kennengelernt und mehrmals bei Vorlesungen gehört. Aber vor allen Dingen seine Nachfolger, Frank Deppe, Reinhard Kühnel, Dieter Boris und andere. Und das verbindet uns natürlich nochmal in einer besonderen Art auch politisch. Weil wenn man diese Hintergründe hat, wenn man dieses Wissen hat, dann hat man, glaube ich, auch eine bestimmte Art, auf die Welt sozusagen zuzugreifen und auf die Realität zuzugreifen. Und das, glaube ich, verbindet uns in einem hohen Maße. Als Politiker nutze ich jetzt natürlich die Gelegenheit aus, wenn ich schon mal das Wort habe, auch ein paar Worte politisch zu sagen. Das ist klar. Keine Angst, ich werde es nicht übertreiben. Ich werde es versuchen, sozusagen möglichst kurz, möglichst knapp zu halten. Ich habe jetzt ja etliche Podiumsdiskussionen bereits hinter mich gebracht, habe noch einige vor mir. Das Interessante bei diesen Podiumsdiskussionen ist immer, dass sozusagen von Seiten der Union, teilweise auch von Seiten der SPD, fast immer dieser Punkt kommt, wo sie dann sagen, wir haben doch das bestmögliche Wirtschaftswachstum, was wir jetzt sozusagen überhaupt seit längerem gehabt haben. Wir haben den höchsten Beschäftigungsstand, es ist doch alles wunderbar. Altmaier toppt das dann, indem er dann nochmal die Aussage macht, halt eben, Deutschland geht es so gut wie noch nie. Das ist seine Aussage, wie noch nie. Das ist wirklich eine sehr, sehr weitreichende Aussage. Und ich meine, einmal abgesehen davon, dass man viele begründete Einwände gegen diese Argumentation haben kann, möchte ich das schon noch mal ein bisschen grundsätzlicher auch an der Stelle versuchen zu kritisieren. Habe das auch schon bei Podiumsdiskussionen gemacht. Und zwar in die Richtung, dass man wirklich noch mal deutlich sagen muss, solange das nicht gleichzeitig dem Gemeinwohl, also dem Wohl aller dient, und wenn es nicht gleichzeitig auch dazu führt, dass die natürlichen Lebensgrundlagen, die wir sozusagen, auf die wir angewiesen sind, schützt und regenerieren hilft, dann ist der Hinweis auf großes Wirtschaftswachstum eigentlich eher sinnfrei. Sinnfrei. In Teilen sogar womöglich schädlich, wenn Produktivkräfte umschlagen in Destruktivkräfte,
wenn der gesamte Mechanismus der kapitalistischen Akkumulationsmaschine die Springquellen des menschlichen Lebens zu untergraben droht, die uns umgebende Natur, manche sagen die Schöpfung, und den arbeitenden Menschen selbst. Ich will da nicht mit Zahlen langweilen, aber zumindest ein paar wichtige, die man sich vielleicht merken sollte. Seit 1991 ist das Bruttoinlandsprodukt, also das, was wir gemeinsam sozusagen erarbeitet haben an Produkten und Dienstleistungen, um sage und schreibe 76% in den jeweiligen Preisen gestiegen. 76% gestiegen. Real, also preisbereinigt, um 31%. Also ein Drittel mehr. Real, ein Drittel mehr. In dem gleichen Zeitraum sind die Gehälter und Löhne um knapp 30% nominal und um 3% real gestiegen. 3% real gestiegen, also deutlich, deutlich weniger. Die Netto-Standardrente, das ist ja aktuell häufig auch Thema bei den Podiumsdiskussionen, ist sozusagen von knapp 55%, also 55% des letzten Nettos, das ist ja das, was da die Standardrente ausmacht, auf inzwischen halt eben 48% gefallen, Tendenz weiterfallend. Und die ökologische Bilanz Deutschlands ist allen Schönrednereien zum Trotz verheerend. Trotz Bekenntnisse zur Energiewende und zu den Klimazielen hat sich der Ausstoß an Klimagasen in den letzten Jahren um Millionen Tonnen zugenommen, nicht abgenommen, zugenommen. Das letzte Jahr war doch mal etwas, wo es sozusagen nach oben gegangen ist. Wir haben also Wachstum, ja. Wir haben eine Zunahme vor allen Dingen prekärer Beschäftigung, ja, das ist richtig. Aber die Trickle-Down-Theorie, die große Legitimation dieses ganzen Systems, nach der dabei für alle etwas abfällt, dieses Trickle-Down funktioniert nicht mehr. Definitiv nicht mehr. Da ist Papst Franziskus, der das ja auch schon mal kritisiert hat, auf jeden Fall auch zuzustimmen. Wir erleben einen Rückgang an gesicherten Arbeitsverhältnissen. Wir haben eine Abnahme an allgemeinem Wohlstand, an Gemeinwohl. Wir erleben, dass die ehemaligen Gemeinschaftsgüter, die Commons, zunehmend privatisiert und damit enteignet werden. Telekommunikation, Bahn, Post, Wasser, Energieversorgung, Gesundheitsversorgung, ÖPNV, Altersvorsorge, demnächst Autobahnen und so weiter und so fort. Alles wurde und wird der Verwertungsmaschine des Kapitalismus überlassen. Und wir erleben eine weitere Zunahme, ja Beschleunigung der Naturzerstörung. Wir erleben es global, aber auch im eigenen Land, eine immer weitergehende Spaltung der Gesellschaft und ungerechte Umverteilung mit einem nahezu obszönen Reichtum bei ganz wenigen und einer zunehmenden Armut bei immer mehr Menschen. Die herrschende Politik gefällt sich dann darin, das habe ich auch erlebt bei Podiumsdiskussionen, die Armut einfach wegzudefinieren. Dann wird gesagt, sozusagen dieser Armutsbegriff, 60% des letzten Medianeinkommens, wenn man da drunter liegt, sei man armutsgefährdet, das sei ein relativer Begriff und der sei sozusagen eigentlich nicht wirklich greifbar und nicht wirklich anwendbar und es wird wegdefiniert. Wir befinden uns insofern aus meiner Sicht an einem ganz gefährlichen Wendepunkt. Die Welt, die eigene Gesellschaft und die Natur drohen gleichzeitig aus den Fugen zu geraten. In diesen zunehmend unruhigen Zeiten flüchten sich viele ins Bekannte, ins Weiter-so. Das ist ja im Prinzip auch die Wahlstrategie von Frau Merkel. Das ist Merkels Stärke und wird sie vermutlich auch im Wahlergebnis niederschlagen. Wir als Linke, das ist meine feste Überzeugung, müssen uns einer weiteren Rechtsentwicklung, einem Schwenk zu einem autoritären Kapitalismus entgegenstellen. Wie Lothar Bisky auf dem Gründungsparteitag der Linken gesagt hat, wir müssen die Systemfrage stellen. Und zwar in erster Linie, weil sie gestellt werden muss. Und in diesem Sinne von global denken, lokal handeln, gibt es hierfür auch eine ganze Reihe von Anknüpfungspunkten in Ansbach und Umgebung. Ich denke da beispielsweise an die drohende Privatisierung von ARN Regiomed, die immer noch nicht vom Tisch ist. Das ist das, was ich gerade mit Gemeingütern gemeint habe. Ich denke aber auch halt eben an Katterbach und die Stationierung der US-Armee, die ja im Prinzip auch Ausgangspunkt ist halt eben für weltweite militärische Abenteuer des US-Imperialismus, an denen wir damit im Prinzip ja auch ein Stück weit beteiligt sind hier in dieser Region. Und in diesem Sinne soll das neue Bürgerbüro Anlaufstelle sein für alle, die sich mit einem Weiter-so nicht abfinden wollen und die nach Alternativen suchen. Wir wollen schauen, dass es auch über den September 2017 hinaus diese Rolle weiterspielen kann. Das setzt voraus, dass die Linke in Bayern ein möglichst gutes Zweitstimmenergebnis erzielt. Und in diesem Sinne möchte ich mich noch einmal bei allen bedanken, die dazu beitragen wollen und ihre wertvolle Zeit und Kraft einbringen. Ich glaube, dass wir ein gutes Team haben insgesamt und ich glaube, dass wir auch in diesem Wahlkreis das Ergebnis, was wir das letzte Mal hatten, das waren 3,8%, wenn ich mich recht entsinne,
dass wir dieses Ergebnis auf jeden Fall deutlich nach oben fahren und nach oben treiben können. Das sollte unsere Aufgabe sein. Wunderschön wäre es, wenn wir halt eben es schaffen könnten, in diesem Riesenwahlkreis, das müssen wir ja sehen, größer als das Saarland, die 5% für uns auch zu knacken im Zweitstimmenergebnis. Und nun möchte ich dann übergeben an Thomas und ihn bitten, zu uns zu sprechen und seine Rede zu halten. Vielen herzlichen Dank. Liebe Genossinnen und liebe Genossen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Aras, lieber Boris, erst einmal recht herzlichen Dank für die Einladung. Ich muss bekennen, ich habe jetzt ein doppeltes Problem. Das erste war nämlich der Parkplatz. Ansbach ist mir nicht ganz unbekannt. Da habe ich als Bevollmächtigter 25 Jahre mein Unwesen bei Bosch getrieben. Manche wissen das unter euch. Aber ich habe nie gedacht, dass Ansbach Parksituation schwieriger ist wie die in Brüssel. Deswegen verzeiht mir meine Verspätung. Die zweite Bemerkung, Harald hat ja eingangs darauf hingewiesen, wir sind nicht nur eine lange Strecke miteinander gegangen, sondern sind auch Brüder im Geiste, weshalb ich mir jetzt das nehmen muss, was übrig bleibt. Denn einen wesentlichen Teil von Sequenzen hat Harald in seinem Referat schon gebracht. Das muss ich nicht wiederholen. Bevor ich aber was inhaltlich sage, erst einmal die besten Grüße des direkten Nachbarn des Ortsverbandes Fürth. Ich sage gleich mit Kreisverband, ich sehe niemanden vom Kreisverband, der Grüße aussprechen kann. Kreisverband Fürth-Nürnberg, wohlgemerkt, sagen die Fürther. Deswegen unsere besten Wünsche an euer neues Büro. Innen habe ich es noch nicht gesehen, aber außen beneide ich euch schon um das. So haben wir es in Fürth nicht getroffen. Wir sind zwar dem Rathaus auf 300 Meter auf die Pelle gerückt und hoffen, dass sich das nächste Mal auch entsprechend den Stadtratsmandaten umsetzen lässt. Aber so einen schönen Außenbereich, das macht schon was. Nun gut, ich darf euch auch überbringen die Grüße meines zweiten Kreisverbandes. Das ist der Kreisverband Brüssel, das wissen die meisten nicht. Der ist auch offiziell noch nicht anerkannt, aber wir haben in Brüssel einen Kreisverband gegründet, der immerhin über 100 Mitglieder hat und das ist schon was. Unsere Feste lassen Brüssel beben, sagen wir mal so. Und wir engagieren uns natürlich am 1. Mai bzw. im Wahlkampf in Belgien, um die dortigen Genossinnen und Genossen zu unterstützen. Es gibt ja etliche Assistenten, die ortsansässig sind in Brüssel. Insofern treiben die das schon ganz gut voran. Also auch von diesem Kreisverband die herzlichen Grüße. Wenn ich zu so Veranstaltungen komme, ist meistens die erste Begrüßungsformel: Na, wie geht's euch denn da in Europa? Sage ich mal, und wo sind wir gerade hier? Sind wir hier gerade nicht in Europa? Ich will darauf hinweisen, wir haben oftmals auch in unserer Parteiarbeit eine ganz gravierende Distanz zu dem, was da auf europäischer Ebene stattfindet. Für manche sind wir Dark Side of the Moon, für andere sind wir Exoten, die man eigentlich nicht so ernst nehmen muss, weil die sind dann da in einem Parlament, das ohnehin nichts zu melden hat. So ist es aber nicht. Ich weiß, dass das die Bundestagsabgeordneten ungern hören, aber die zweite entscheidende regulatorische Ebene, wie das die Politologen sagen, ist die europäische Ebene. Eine Menge wird in Brüssel entschieden und insofern würde ich euch einfach nur bitten, in eurer tagtäglichen Arbeit das nicht beiseite zu schieben oder außer Acht zu lassen, was in Brüssel passiert. Es gibt Experten, die sagen, bis zu 80% aller Sachen, mit denen wir ständig leben und arbeiten, haben irgendwie mit Entscheidungen auf der Brüsseler Ebene zu tun. Manche Entscheidungen fallen auch vor dem Bundestag, da hat der Bundestag gar nichts mehr zu melden, wenn das auf Brüsseler Ebene in sogenannte Richtlinien, sprich europäische Gesetze, gegossen ist. Insofern ist der Kampf um die Mehrheiten auf dieser Brüsseler Ebene, die wir nicht haben, mindestens genauso wichtig wie der Kampf auf nationaler Ebene um entsprechende Mehrheiten und eine andere Politik im Bundestag. Nun liegt ja was vor uns, was uns ziemlich herausfordert und womit ihr mit diesem Büro bestens gerüstet seid. Die Europawahl. Nee, ist kein Versprecher. Das ist Europawahl Teil 1. Denn bei dieser Bundestagswahl und den daraus entstehenden politischen Mehrheiten wird sich entscheiden, ob wir eine andere Politik hinkriegen. Erstens,
die Regierungsebene in Berlin und die Mehrheit im Deutschen Bundestag sind ganz entscheidend verantwortlich für ein Stück Politik in Europa, das uns in den letzten Jahren unter dem Namen Austeritätspolitik weniger in Deutschland, mehr doch in Griechenland, in Spanien, in Portugal, in Irland auf die Penne gerückt ist. Man hat es mit dieser Austeritätspolitik schlicht und einfach geschafft, in Griechenland über 40% der Menschen in Armut zu treiben und über 50% der unter 28-Jährigen in die Jugendarbeitslosigkeit zu treiben. Griechenland ist die Elendsbaustelle und dafür verantwortlich ist die Politik von Schäuble, der massiv in Griechenland durchsetzt, obwohl sich sogar partiell in IMF-Lockerungsübungen hinsichtlich einer Schuldenentlastung für Griechenland deutlich macht. Der zweite Punkt, weshalb diese Bundestagswahl, Europawahl Nummer 1 ist, Teil 1 ist, ist die Frage der Wettbewerbspolitik in Europa. Deutschland hat den größten Mindestlohnsektor in ganz Europa. Nirgendwo leben so viele Menschen in Armut trotz Arbeit wie in Deutschland. Das gilt dringend zu ändern, weil das Lohnentwicklungen in anderen, weniger wettbewerbsfähigeren Ländern, Anführungszeichen, in Europa produziert, die mit ihrer Lohnpolitik nicht mehr mithalten können und oftmals auch über den Weg von Tarifverträgen zu Armutslöhnen gezwungen werden. Und der dritte Punkt ist, dass wir schauen müssen, dass dieses Europa ein Stück weit sozialer wird. Auch das geht wesentlich von Berlin aus. In Europa lebt ein Viertel der Menschen an oder unter der von Harald schon zitierten OECD-Armutsgrenze. Und zwar nicht, wie wir manchmal so oberflächlich dann über die Alpen schauen, sondern das ist irgendwo in den Krisenländern. London hat einen Armutsanteil von 27%, Bremerhaven von 29%. Armut ist unter uns in den Gesellschaften Gesamteuropas verankert und muss dringend bekämpft werden. Ich verstehe manchmal, warum so viele Menschen den Mut verlieren und die Hoffnung verlieren, dass dieses Gründungsversprechen der Europäischen Union, wir hatten jetzt gerade den 60. Jahrestag der römischen Verträge, da stand übrigens drin, dass man in den ersten 5 Jahren der Existenz dieser damals noch EWG das Prinzip gleicher Lohn für gleiche Arbeit durchsetzen will. Und zwar in allen damals beitretenden europäischen Staaten. Davon sind wir heute weit entfernt. Wir führen die Auseinandersetzung aber derzeit auf der europäischen Ebene und brauchen dafür ein Stück weit Unterstützung auf der nationalen Ebene. Das Prinzip gleicher Lohn für gleiche Arbeit wurde zu meiner völligen Überraschung von einem sozialkonservativen Präsidenten der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, ins Feld geführt und wir haben derzeit eine heftige Auseinandersetzung, die sich momentan noch auf der Ebene der Mitgliedstaaten darstellt. Die aberwitzige Konstellation ist die, dass die osteuropäischen Staaten möglichst viele Beschäftigte nach Westen entsenden wollen, um möglichst ihren Arbeitsmarkt zu entlasten und um Devisen einzuspielen, während sich in Westeuropa nicht nur wir um das Prinzip gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort bemühen, sondern sogar der Verband der Europäischen Bauindustrie und etliche andere Industrieverbände, die Schmutzkonkurrenz auf europäischer Ebene beenden. Das sollte für uns ein Thema sein, das wir auch auf der nationalen Ebene und bei der Arbeit an Innenverständen, bei Diskussionen im Freundes- und Bekanntenkreis stärker in den Vordergrund bringen, weil es ein Stück weit grundsätzliche, uralte Gerechtigkeitsforderung der Arbeiterbewegung ist, der wir uns als Partei und als Bewegung verbunden. Ich glaube, dass wir eine Menge tun müssen, um dieses Europa ein ganzes Stück sozialer zu gestalten. Im Moment gibt es die Diskussion um eine europäische Säule sozialer Rechte. Das soll aber nicht mehr sein wie ein Sozialknigge, als eine Empfehlung an die Mitgliedstaaten, sich doch ein bisschen sozialer zu verhalten. Ich befürchte, dass uns die Menschen in Europa sagen würden, verarschen können wir uns selber. Wenn, dann braucht es Mindestrechte in Europa, Mindeststandards und einen europäischen Durchschnitt an Mindestlohn auf Basis der jeweiligen nationalstaatlichen Mindesteinkommen in Höhe von 60% des Durchschnittes. Das wäre wieder die von Harald erwähnte OECD-Grenze. Das ist unser Ziel, das wir zu realisieren versuchen und wir kriegen das
nur, denke ich, im internationalen Verbund hin. Ich halte es für wichtig, dass wir international denken. Rückschritt ins Nationale wäre ein historischer Rückschritt. Das sollten wir nicht gehen. Wir sollten schauen, dass wir unsere internationalistische Tradition auch darauf übertragen, dass wir versuchen, international zu handeln mit anderen linken Parteien in Europa und dieses Europa links nach vorne bringen und es denen aus der Hand nehmen, die Austeritätspolitik betreiben, die lediglich Europa als Binnenmarkt verstehen, wo das Soziale nur das Anhängsel ist. Das sollte unsere Aufgabe sein. Ich sage ganz, ganz bewusst, als Europäer mit fränkischem Migrationshintergrund, mit deutscher Staatsangehörigkeit und belgischem Personalausweis, unsere Zukunft liegt nicht auf einer kleinen, schmalspurigen, nationalen Ebene. Unsere Zukunft liegt tatsächlich darin, dass wir uns politische Mehrheiten erkämpfen in Deutschland und in Europa und damit die ganze Sache ändern. Es geht, wie Harald es erwähnt hat, auch nicht, dass wir uns ablenken lassen auf einen Konflikt zwischen Nationalstaaten. Darum geht es nicht. Es ist die alte Auseinandersetzung um die erarbeiteten Werte, der Verteilungskonflikt zwischen Arbeit und Kapital, der sich nur in unterschiedlichen Facetten und Erscheinungsformen darstellt. Aber das sollten wir nicht aus dem Auge verlieren und uns nicht auf nationale Scharmützel abdrängen lassen. Unsere Zukunft liegt in Deutschland und in Europa, aber nur mit einer anderen Politik, die sozialer, die ökologischer, die friedlicher und demokratischer wird. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Das ist nicht Bestandteil meiner Ansprache, aber damit euch das